Ich möchte eigentlich gar nicht so viel über mich reden, sondern ich möchte eigentlich in das Thema einsteigen. Und zwar, ich bin Ex-Zülke-Mitarbeiter, das heißt, ich war bei Zülke Engineering, habe ich ganz viele verschiedene Produkte mit Kunden zusammen gebaut. Und ein spannendes Produkt, das wir gebaut haben, war für eine Versicherung, da ging es um ein Portal für internationale Kunden. Die können dann Risiken managen und Lokationen und so weiter, ganz viel spannendes Zeugs. Und der Kunde war so happy und hat gesagt, hey, wir möchten immer so arbeiten. Das, was ihr da macht, das wollen wir jetzt auch machen. Und wir haben gesagt, ja, wir machen eigentlich nur Scrum. Und der Kunde hat dann die Erfahrung gemacht gehabt, hey, Scrum, nein, das ist nicht das Richtige für uns. Das ist so ein Anti-Wort gewesen innerhalb der Organisation. Deswegen hat er gesagt, nein, wir nennen das jetzt nicht Scrum, sondern wir nennen das jetzt Agil. Und das wird jetzt unser Ziel. Und das war noch interessant. Im Jahr 2014, also schon eine Weile her, war eine große Town Hall, Versicherungsleute aus den verschiedensten Bereichen waren alle anwesend, Slide auf dem Beamer und der dritte Punkt auf der Slide hat mein Herz so richtig in Wallung gebracht, weil da ist gestanden, im Jahre 2016 müssen 50% der Projekte agil sein. Da habe ich gedacht, wow, das ist so geil. Und dann habe ich überlegt, oh, was heißt denn das überhaupt? Ein Projekt wird agil. Keine Ahnung. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, was ist denn überhaupt dieses agile Zeugs? Ist das agil? Post-its an die Wand kleben und dann sind wir agil? Jira? Wir installieren Jira und dann sind wir agil? Ist das, was der Kunde gemeint hat? Oh nein, Squads. Wir machen jetzt nicht mehr, wir nennen es nicht mehr Teams, wir nennen es nicht mehr cross-funktionale, selbstorganisierte Teams, sondern wir nennen es jetzt einfach Squads. Danke an Spotify für das. Oder ist das agil? Die Leute stehen rum, Retrospektiven, miteinander reden, diskutieren, die haben sogar Spaß miteinander. Ist das agil? Oder ist das agil? Pair Programming. Jetzt haben wir es, oder? Das muss das agile Zeug sein. Ist das wirklich, um was es bei Agilität geht? Ich glaube nicht. Schauen wir uns mal ein paar Pain Points an. Ich bin viel als Berater unterwegs gewesen mit verschiedenen Organisationen, vor allem Geschäftsleitung, C-Level, aber auch Mittelleismanagement. Und ich habe da so ein Workshop-Format, wo ich mal starte, okay, what's your pain, what's your fear, was beschäftigt euch? Es gibt so verschiedene Fragetechniken und das sammeln wir dann. Und ich habe das einmal gesammelt über mehrere Workshops verschiedener Branchen hinweg. Und das sind so die typischen Punkte, die ich höre. Lack of innovation, we have operational issues, das funktioniert mit meinem Menschen nicht. Wir sind zu langsam, late delivery, wir haben keine Sichtbarkeit, keine Transparenz, too many issues in production, keine Moral, schwierig gute Leute zu recruiten und zu halten und so weiter. Die Competition, die Konkurrenz, die haben das wrong mindset, die Qualität ist tief, das Know-how, wir haben viel zu viele Regulationen. Timelines sind nicht vorhersehbar, das Feedback ist sehr spät. Wenn ihr jetzt die Liste anschaut, which pain is gone with Agile? Das heißt, wenn wir mit der Geschäftsführung über diese Themen reden und wir kommen dann mit den Post-its daher, dann werden wir nicht so viel Erfolg haben. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen anders verkaufen, sagen wir mal so. Und vielleicht als Tipp für euch, ich mache das noch gerne in meinen Workshops mit den Entwicklungsteams. Ich sage jetzt einfach mal, wie würdet ihr Agilität eurem CEO erklären? Das ist sehr spannend. Ich sage nicht, dass das leicht ist, das ist sogar sehr schwierig. Das muss man machen und dann lernt man draus und wieder machen und dann lernt man draus und dann kann man das mal wirklich probieren. Das ist meistens sehr augenöffnend. So, schauen wir uns mal ganz kurz an, was dieses agile Zeug ist. Agile is not doing what I say, just faster. Das ist aber, was das Management gern hören würde. Das kann ich euch sagen, die Geschäftsleitung möchte das gern haben. Das Erste, was kommt, ist Time to Market, Innovation. Und jetzt machen wir halt agil. Wenn das schneller ist, dann machen wir das. Das ist aber nicht, was ich unter agil verstehe. Und auch nicht cheaper. Das heißt, es wird nicht alles einfach günstiger. Da ist dieser Dilbert-Comic noch recht gut, der bringt es noch auf den Punkt. Find me some words that do mean that and ask again. So, what is agile then? 2.30 Uhr, cool. Wir werden uns jetzt ganz kurz austauschen. Ich gebe euch 30 Sekunden Zeit. Könnt ihr euch mit eurem Nachbar, sucht euch einfach zu zweit zusammen und macht einen Elevator-Pitch. Hey, das ist agil für mich. Nach 30 Sekunden werde ich kurz Wechsel rufen und dann darf die andere Person erklären. Und go! 30 Sekunden. Hallo.
sonst komm, komm. Also mit agilen Methoden kann man eigentlich schneller Time to Market machen, weil man einfach was ausprobiert, das verbessert und dann schneller Ergebnisse hat und Feedback bekommt. Mhm. Und ja. Mhm. Und man, ja, wie soll ich sagen, man bekommt durch das schnellere Feedback produziert man oder entwickelt man nicht monatelang oder jahrelang etwas, was dann kein Erfolg wird. Mhm. Man sieht früher Erfolge, aber auch Misserfolge. Cool. Man kann schneller darauf reagieren. Cool. Das heißt, es hat einen Effekt auf die Time to Market, weil wir ja früher schon zum Kunden gehen und früher schon rausfinden, ob das das Richtige ist und so. Gerade cool. Wenn es schon früh Erfolg ist, kann man auch schon früher natürlich dann Umsatz mitmachen. Cool. So. Wer möchte seine Definition von Agile kurz mit den anderen teilen? Freiwillige vor, dann teile ich kurz die, was ich von Thomas gehört habe. Wir haben so ein bisschen gedacht, ja, was könnte das denn sein? Und wir haben ganz viel über Feedback-Loops geredet, früher zum Kunden gehen, früher rausfinden, ist das das, was du brauchst, ist das was wichtig ist für dich und so weiter. So dieser Feedback-Loop ist zentral. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf weniger Waste, Time to Market und so weiter. Wir hatten das Wort Feedback Club auch noch in seiner Erklärung drin gehabt. Cool, okay. Das ist schon so ein essentieller Punkt, oder? Früher, näher, gemeinsam, solche Gedanken. Bevor ich jetzt zum Thema Agilität komme, muss ich noch einen Begriff erklären, und zwar eine Firma, eine Company. Was ist eine Firma? BWL-Studium, a system that solves external problems and makes more money than it spends. Das heißt, es ist eine Gruppe von Leuten, vielleicht viele Leute, die verdienen Geld. Ich gehe jetzt nicht auf NGOs ein, weil da geht es ja viel um den Benefit for the Society. Ich gehe jetzt für kommerzielle Firmen, da geht es um Geld verdienen. Es gibt noch andere Typen von Firmen, aber ich rede jetzt von kommerziellen Firmen. Genau. Das heißt, es gibt da diesen Außen, da gibt es jemand, das ist der Kunde, der User, der Benutzer, der Sponsor, der was Geld reinbringt in die Firma. Und hoffentlich gibt es ganz viele von denen. Einfach nur als Gedanke. Vielleicht gibt es nicht nur einen Kunden, sondern mehrere. Und wenn der Kunde und der User und der Sponsor der gleiche ist, dann reden wir typischerweise von einem kommerziellen Produkt, mit dem wir Geld machen. So, what is Agile? Ganz kurzer Ausflug. 2014 hat da der Jeff Sutherland unter diesem Hashtag I define Agile so eine Umfrage gemacht und da habe ich auch mitgemacht. Ich habe nicht gewonnen, aber ich habe damals gesagt, a mindset to deliver value faster and continuously improve the way doing it. Das war zu dem Zeitpunkt so mein Verständnis. Bin ich jetzt nicht mehr so happy mit, weil mir fehlt da der Gedanke, Agile ist das, was im Agile-Manifesto drinnen steht. Das muss man eigentlich irgendwie reinbringen. Weil das ist alles schon da. Das braucht man nicht nochmal neu definieren. Das sind die 4 Werte, das sind die 12 Prinzipien. Da muss man nicht nochmal das alles erfinden. Kurze Frage an euch. Wer hat denn das schon gesehen, das Agile-Manifesto? Wer hat denn das noch nie gesehen? 2, 3, wer fühlt sich jetzt da jetzt nicht in einem sicheren Raum, um die Hand zu heben? Wer möchte jetzt, nein, es spielt überhaupt keine Rolle. Aber für mich ist eigentlich, wenn man, das ist eigentlich die Essenz, das Agile Manifesto, es wurde 2001 geschrieben und da steht eigentlich drin, was man mit Agilität meint. Und ja, Agile Software Development, genau. Steve Denning, oh, by the way, muss ich ganz kurz erwähnen, alles, was ich hier zeige, das ist nicht auf meinen Misch gewachsen. Das sind eigentlich nur Sachen, die ich so aus der Community-Welt zusammengetragen habe und jetzt da in so ein Slide-Deck gegossen habe. Das kommt von Steve Denning. Er erklärt Agile so, it's about generating more value with less work. So, wir möchten eigentlich schon früher herausfinden, was ist denn wirklich wertvoll. Und da fängt es eigentlich schon an, schwierig zu werden, weil was heißt wertvoll? Wertvoll für mich, wertvoll für den Kunden, wie messe ich das und solche Themen. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Definitionen, also agil ist jetzt klar, jetzt reden wir aber über Operational Agility. Und jetzt wird wieder dieser grüne Zirkel hier wichtig, weil das ist ja die Firma. Und zwar unter Operational Agility, so wie es in der Community definiert worden ist, how quick can we deliver value to changing demands from the market? Das heißt, der Benutzer, der möchte jetzt was haben, kann es vielleicht noch nicht ganz formulieren, hat vielleicht ein Problem. Und wie schnell können wir darauf reagieren? Das heißt, der Fokus ist eigentlich da drinnen. Wie sind wir organisiert? Gibt es da Hierarchien? Wie ist die
Wertschöpfungskette und wie können wir schneller auf solche Anfragen von außen reagieren. Das nennt man Operational Agility. Und der andere Gedanke ist Strategic Agility. Das finde ich eigentlich das Spannende. Jetzt wird es eigentlich für mich interessant, weil hier geht es jetzt darum, wie kann ich als Firma neue Märkte erzeugen? Wie kann ich neue Märkte finden? Wie kann ich das Produkt, wenn das ein Produkt ist, komplett einmal auf den Kopf stellen? Das nennt man Business Agility oder Strategic Agility. Und ich bringe euch jetzt ein paar Beispiele, damit es konkreter wird, was damit gemeint ist. Erstes Beispiel. Wer weiß, was das ist? Wir hatten das schon mal gesehen. Ja, das ist eine digitale Kamera, erfunden im Jahre 1973. Vielleicht noch als Referenz, es kommt vom Hagen Buchwald, von heute von der Keynote. 1976, da ist diese Canon AE1 released worden mit diesen ganzen coolen Features. Und im Jahre 1973, also 3 Jahre vorher, hat dieser Ingenieur bei Eastman Kodak gearbeitet und hat diese Digitalkamera erfunden. Und ihr wisst, was mit Kodak passiert ist? Kodak hatte den Kodak Moment. Kodak gibt es mittlerweile nicht mehr. Und wieso glaubten ihr, dass das, was da passiert ist? Also die haben die, ja? Ja, sie haben die Entwicklung von den Digitalkameras geschlafen. Komplett. Aber lustig, sie haben sie eigentlich erfunden. Das ist krass, oder? Spannend. Also so wie ich es jetzt nachgelesen habe, ist es so gewesen, der Ingenieur ist zum Management Board gekommen und hat es ihnen dort gezeigt. Das Management Board hat gesagt, hey, that's a nice toy, but don't tell anyone about it. Wir verdienen so viel Geld mit diesen klassischen Filmen und so weiter. Da ist so viel Kohle drin. Sag niemand Bescheid davon. Das finde ich noch spannenden Punkt. Und was das hinführt, ist dieser Selbstreflexion und dieser Kundenfokus. Der Kundenfokus hat sich eben vielleicht geändert mit Digitalkameras. Der Kunde möchte ja nicht mehr mit den Filmen hantieren oder mit Filmen entwickeln, sondern der möchte eigentlich einen coolen Moment in einem Bild festhalten. The bigger picture ist ganz was anderes, aber das haben die halt wahrscheinlich nicht gesehen. Und schade, die Firma gibt es jetzt nicht mehr. Zweites Beispiel, das kommt jetzt von BMW. We are seeing more change in the next 15 years than the last 15 years. Ja, das stimmt. Big question is always, do we car manufacturers learn to become tech companies more quickly than a tech company learns to be an automotive player? Also, Sie spüren jetzt den Konkurrenzdruck, oder, die BMW? Da kommen jetzt die ganzen Startups rein aus der Technologie, Palo Alto und wo sie alle her sein kommen. Und das hat er gesagt. Und ich finde das spannend, weil man sieht hier, er hat vielleicht das, also ich unterstelle das ihm. Ich habe ihm auf LinkedIn geschrieben, aber er hat mich noch nie geantwortet. Ich unterstelle das jetzt ihm einfach. Ihm fehlt die Vision. Jetzt mache ich noch einmal kurz Referenz auf den Hagen. Da haben wir so eine starke Vision dahinter. Diese Vision, change the rules completely. Also der John Kennedy, der 1961 diese Aussage gemacht hat, wir fliegen auf den Mond, der hat komplett die Regeln umgekehrt. Vorher ging es immer noch um den Orbit und wir fliegen da hoch und machen irgendwas. Plötzlich mit dieser Visionsstatement, da hat er den kompletten Markt verändert. Und das Gleiche passiert jetzt auch und BMW realisiert das gar nicht. Ist das Auto das Problem? Die ganzen Tech-Startups in Palo Alto, San Francisco, Bay Area, die lösen nicht das Autoproblem. Die lösen schon ein viel größeres Problem. Und BMW hat das, behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht noch gar nicht realisiert. Es geht nicht um Autos, es geht um Transportation, es geht um Menschen, es geht um Gesellschaft. Das sind die spannenderen Probleme, spannendere Visionen. Gut, kurz zurück zu dem Pain. Wir haben jetzt Business Agilität kurz definiert, wie das zusammenhängt. Ich habe das jetzt ein bisschen mal so geclustert und von diesen Clustern habe ich so Major 7 Challenges für mich erstellt, die ich so beobachtet habe, wenn ich so in den verschiedensten Organisationen unterwegs bin. Das erste ist, wie kann ich eine Produktvision in kleine Häppchen schneiden? Mega schwierig. Also das ist mega schwierig. Da reden wir plötzlich über Technologie, da reden wir plötzlich über Features, da reden wir plötzlich über Prototypen, Mockups und so weiter. Zweiter Punkt, da geht es um Good Engineering Skills, wo wir uns gleich jetzt eintauchen werden. Also ich möchte mich eigentlich darauf fokussieren. Dritter Punkt ist Continuous Improvement. Wir möchten kontinuierlich verbessern. Das steht ja überall drauf. Ja, kontinuierliche Verbesserung ist mega wichtig im Team, in der Organisation. Aber wie mache ich das? Mega schwierig.
Vor allem, was habe ich für eine Kultur, wo das auch gelebt wird, ohne dass ich da als Scrum Master die Leute zwingen muss. Jetzt kleben wir alle mal Plus und Minus Zettel an die Wand, sondern die Leute machen das von alleine. Leadership, da geht es darum, die Führungsfunktionalität, beziehungsweise ein Leader erkennt man ja daran, wie viel er Followers hat. Und Leader kann eigentlich jeder sein. Also Leader kann ja ich auch sein, wenn ich einen technischen Dings habe und ich reiße mir das jetzt unter den Riemen und mache das jetzt einfach. Das ist auch die eine Person gewesen, der Tom Kelly, glaube ich, hat er geheißen. Na, wie hat denn der geheißen, der den Russen immer erwähnt hat im Video vom Hagen? Der was das Buch von dem Russen, ich weiß gar nicht, wie der geheißen hat. Aber der hat Leadership gezeigt, oder? Machen. Tom Hobart, genau, Tom Hobart, glaube ich, hat er geheißen. Ja. Der zeigt Leadership. Machen. Und vielleicht kommen dann Leute dazu. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der geheißen hat, aber Tim Dolent. Die letzten drei Punkte, die sind so kursiv. Doing without understanding, das sehe ich noch oft. Viele Leute machen jetzt einfach agil, aber die wissen überhaupt nicht, wieso sie das machen. No external feedback club, da komme ich danach noch drauf zu sprechen. Und keine self-awareness, das sind so diese zwei Gedanken, wo wir eben gemerkt haben, dass Kodak das überhaupt nicht im Fokus gehabt hat. Okay, jetzt habe ich viel geredet, aber jetzt müssen wir ein bisschen konkreter werden, oder? Es ist ja alles schön mit Business-Agilität und Manifest und so, aber jetzt muss ich mal wirklich sagen, was sollen wir denn machen? Das Erste, was wir machen können, ist Stop Talking Agile. Ich würde versuchen, weniger in diese Worte zu verwenden. Scrum says, this is not agile, das Buch sagt, XP und so weiter. Sondern ich würde mehr versuchen, so in die Richtung zu gehen. Mit viel mehr Inhalt. Was macht der Kunde? Was beschäftigt den Kunden? Wie können wir den Kunden noch mehr ins Boot holen, in die Firma? Das finde ich viel spannendere Themen, vor allem auch mit dem Hinblick, da kriege ich meiner Erfahrung nach viel mehr Motivation in meinen Mitarbeitern rein, als wie wenn ich diese Sprache hier verwende. Das führt typischerweise eben zu solchen Template-Zombies. Das sind so diese User-Story-Templates und die verwendet jetzt, alle Firmen verwenden User-Stories, oder? Wer verwendet User-Stories? Cool. Fast alle sehe ich da. Cool. As a user, I want a longer antenna so that I have better reception. As a user, I want a button so that I can log in into my system. Kein Benutzer möchte einen Button haben. Kein Benutzer möchte eine längere Antenne haben. Das sind eben alles so Probleme, die so auftauchen, wenn man sich an diesen Template hält. As a tester, I want to test stories, so can I send it off. Also die ursprüngliche User Story hat ja einen gewissen Sinn gehabt, aber die geht eben verloren, wenn man sich zu stark an diesen Templates hält. Deswegen finde ich auch die Frage, how do we become agile, finde ich überhaupt nicht spannend. Das ist mir total wurscht, wie viel agile ihr seid. Agile Organisationen reden auch gar nicht darüber. Die machen einfach. Die reden nicht, wie viele Post-its hier an die Wand kleben, wie viele agile Zeremonien und wie das Scrum Master mit dem PO und in der Retrospektive reden wir über Fußball und holen uns da Analogien. Das spielt alles keine Rolle. Die reden viel mehr über Wert, über Kunden, über Markt, über Konkurrenz. Und ihr werdet vielleicht merken, das da ist viel schwieriger. Also über Agilität kann eigentlich jeder mal mitreden. Ja, das ist ja eh nicht so genau definiert. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Feedback-Clubs, Time-to-Market, ja, ist alles spannend. Aber das da ist viel schwieriger. Ich gebe euch jetzt ein bisschen Input, wie ihr das schaffen könnt. Der erste Gedanke ist hier, also wenn ihr die Slides runterlädt, da habt ihr diesen Evidence-Based Management Guide und da geht es darum, wie kann ich Wert messen. Wert messen gibt es so drei Kategorien, Current Value, Time to Market, Ability to Innovate und da gibt es einfach so Ideen. Da kann man sich ja mal inspirieren lassen, was könnte ich denn alles messen, damit ich weiß, wie gut es bei uns läuft in unserer Produktentwicklung. Ich habe noch drei andere Ressourcen mitgebracht, die steige ich jetzt nicht so genau ein. Da gibt es ja mal diese Metrics for Pirates, die finde ich noch spannend, wenn man in der Web-Applikation und Entwicklung unterwegs ist. Wer kennt denn vielleicht die schon? Acquisition Rate und solche Themen. Also da kann man sich mal inspirieren lassen, wie kann ich Wert messen. Also da geht es nicht um Effort, Size, Complexity, Story Points, whatever, sondern geht es wirklich um Wert. Und der letzte, der kommt von Google, das ist Googles Heart, das sind so UX-Metriken. Wir hatten die schon mal gesehen. Cool, einer. Da würde ich euch unbedingt mal empfehlen, reinzuschauen. Da kriegt man spannende Insights. Was könnte man denn alles messen? Anstatt das Team zu beschäftigen mit diesen ganzen anderen Metriken, fokussieren wir uns mal auf die Außenwelt. Und das ist eigentlich das Spannende. Jetzt muss ich ganz kleinen Ausflug machen. Und zwar, jetzt möchte ich euch ein Modell mitgeben, wie ihr
über Technologie mit dem Management reden könnt. Und typischerweise, diese schlechte Qualität, die bleibt länger da. Und ich zeige euch jetzt ein kurzes Modell, wie ich das dem Management erkläre und ihr vielleicht auch dem eurem Management das erklären könnt oder auch mit dem Entwicklungsteam zusammen das erklären könnt. Und zwar, das Thema ist technische Abkürzungen oder technische Schulden, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt den Begriff verwenden. Zeitachse, und hier oben haben wir Number of Features. Und wenn wir das jetzt über die Zeit anschauen, dann am Anfang läuft alles super und dann irgendwie, es wird immer schwieriger, oder? Über die Zeit purzeln hinten immer weniger Features raus. Es wird alles mühsamer, es ist alles nicht ganz in Ordnung, das andere Team hat wieder mal das so gemacht, obwohl wir ja eigentlich anders gesagt haben, die halten sich nicht an die Dokumentation und dann gibt es alle möglichen Sachen. Wir hatten diese Erfahrung schon mal gemacht. Schon die meisten, okay. Also das ist eigentlich der Klassiker. Ich komme eigentlich meistens zu Organisationen hin, die sind irgendwo hier. Und die schaffen es gar nicht mehr, neue Features zu bauen. Die sind vielleicht schon sogar hier irgendwo. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe, das war bei einer Firma, die hatten eigentlich das Problem, für jeden Bug, den sie eingebaut, den sie gefixt haben, haben sie zwei neue Bugs introduced. Also das wurde da eigentlich, der Backlog, der ging eigentlich auseinander, für jeden Bug, den sie gefixt haben. Das ist ihnen alles unter den Nägeln zerflogen. Und ich möchte eigentlich aber nicht dahin kommen. Ich möchte eigentlich schon früher das Problem lösen. Und jetzt, genau dazu soll dieses Modell euch helfen. Frage an euch, was machen wir denn die restliche Zeit? Was passiert denn hier? Wir sind ja immer noch 8 Stunden im Büro. Was ist denn das da unten? Was könnte denn das sein? Rework, genau. Rework, refactoring, whatever. Wir nennen das auch einfach Fighting Complexity. Wir beschäftigen uns mit der Komplexität, die wir uns selber aufgebaut haben. Und das ist eigentlich ein typischer Case. Ich möchte aber nicht hier reinlaufen. Wenn ich weiß, das Produkt lebt nur so lange, dann wäre es vielleicht okay. Aber typischerweise haben gute Produkte ja einen längeren Lebenszyklus. Die leben ja länger als wie nur dieses halbe Jahr hier. Was könnte man denn jetzt machen, damit wir da nicht reinlaufen? Cool. Genau. Das heißt, wir investieren in diese Qualität die ganze Zeit. Wie macht man das? Wie macht sie das oder wie würdet sie das machen? Solution Design bearbeiten oder überhaupt erstmal ein sauberes Solution Design haben. Ja. Ja, okay. Entscheidungen sammeln, transparent machen, genau. Reserven im Sprint, genau. Da wollte ich hin. Ja. Typischerweise fragen mich Leute, ja, wie viel soll man denn das machen? Weil das könnte man ja eigentlich zu 100% machen. Wir könnten ja Infrastruktur aufbauen, der Build-Server müsste man mal updaten, die Libraries sind out of sync, die Pipeline kackt immer ab, die Tests sind immer rot, da gibt es so viele Sachen, da könnte man sich ein paar Monate nur mit dem beschäftigen. Jetzt ist aber spannend, eigentlich muss man irgendwie eine Balance finden. Wenn man diese Balance nicht findet, dann wird man die Außenwelt nicht abholen. Entschuldigung, du wolltest noch was sagen. Genau, genau. Das wäre auch mein wünschenswertes Vorgehen. Meiner Erfahrung nach gibt es jetzt 3 Strategien, wie man das machen kann. Die erste Strategie ist, man gibt hier ein Budget frei, also Budget von Zeit oder Geld. Typischerweise so 20%. Ich habe auch schon Teams gesehen, die haben 40 hier oder mehr. Aber da braucht sie irgendwie Zeitreserven. Die andere Variante ist, dass man hier das Budget freigibt. Dass man einfach dem Product Owner sagt, hey, du hast gewisse Anzahl von Features, die wir dir in jedem Sprint liefern, aber wir müssen auch gleichzeitig Investitionen machen in die Qualität. Und spannend hier wird es recht schnell visibel, wenn wir nicht in die Qualität investieren, dann werden wir nicht diesen Pace aufrechterhalten können. Das versteht jeder Manager.
Und dann ist auch jeder Manager bereit zu sagen, okay, lass uns ein bisschen langsamer werden. Das wäre für mich auch ein wichtiger Punkt, den ich sehr oft sehe. Einfach mal langsamer werden und dann wirklich fertig. Ich sehe viel zu viele Teams, die sind so viel beschäftigt mit Zeug und wir machen alles gleichzeitig. Ich würde mir aber als Außenstehender, und das versuche ich auch so ein bisschen zu coachen, einfach mal abschließen. Einmal richtig fertig machen, schauen, wo wir gelandet sind, auf den Markt geben und dann mal wieder weitermachen. Das finde ich viel sinnvoller. Eins, zwei, die dritte Variante ist, das mal irgendwie visibel zu machen. Wie viele haben wir denn überhaupt Probleme? Das irgendwo zu sammeln mit einem Work-in-Progress-Limit auf irgendeinem Backlog in irgendeiner Form. Und das, der vierte Gedanke, was ich bei sehr Advanced-Teams gesehen habe, die tun diese technischen Sachen, diese Refactorings, direkt schon zu diesen Product-Backlog-Items dazu. Das heißt, die wissen, wenn wir an dem Modul arbeiten oder an dem Feature oder an der Hypothese, die wir da aufbauen, dann werden wir gleichzeitig auch die Architektur da mal gerade ziehen oder das Monitoring besser machen oder die Logfiles, whatever. Das wäre noch so eine vierte Variante, wie man das machen kann. Und wenn man das mal in den Griff kriegt, da glaube ich, hat man schon extrem viel gewonnen, meiner Erfahrung nach. Wer macht denn schon sowas in die Richtung? Cool, schon ein paar, cool. Viele machen es auch unbewusst. Dann schätzen sie einfach mit Storypoints ein bisschen höher und dann in restlicher Zeit können wir uns dann selber mit unseren Sachen machen oder Hackdays machen oder so. Cool. So, jetzt haben wir vier Sachen, wie ich weitergehen könnte. Ich habe einmal den Gedanken, ich könnte euch viel aus der Management-Perspektive noch mitgeben. Dann habe ich das mit einem Technical Coach. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen. Bis Viertel nach geht's, oder? Oder bis? Bis 10 nach, cool. Und dann hätte ich noch der Team-Member. Der Team-Member, das wäre eigentlich der ursprüngliche Talk, da geht es wirklich um den Code. Ich habe jetzt diese drei Optionen, die vierte erkläre ich jetzt nicht. Können wir kurz mal mit Handzeichen zeigen, was ihr gerne haben möchtet von diesen dreien. Jeder darf nur einmal voten. Wer möchte as a Manager? Zwei. Wer möchte as a Technical Coach, der Begleiter? Ah, das sind schon ein paar, das sind 6, 7, 8. Also Team-Member, das ist eigentlich der ursprüngliche Dings. Ja, der Team-Member gewinnt, würde ich sagen. Gut, dann machen wir das so. Beim Team-Member, da geht es wirklich um diesen Engineer. Das heißt, wir steigen jetzt in diese Good Engineering Skills ein. Das heißt, der Fokus ist jetzt auf dieser Challenge hier. Eigentlich ist das für mich das Software-Craftsmanship-Thema und ich und mein Kollege Patrick Baumgartner, wir führen das Software-Craftsmanship-Meetup in Zürich. Mittlerweile haben wir 2000 Leute da dabei, das ist sehr cool. Da trifft man sich einmal im Monat, hingehen, mitmachen, lernen, voneinander sehen, wie macht ihr das, wie machen wir das, da lernt man extrem viel. Software-Craftsmanship Zürich, kann man mal googeln und dann findet man das auf Meetup mit euer. Kurze Frage an euch, how to slow down or kill your project? Wie würdet ihr das machen, wenn ihr wollt, euer aktuelles Produkt so richtig in die Wand laufen lassen? Bitte? Repolution, okay, das war jetzt der krasse, okay, dann ist gerade fertig. Ja, das können wir machen. Wie könnte man das verlangsamen? Also nicht einfach jetzt bumm weg, sondern langsam. Wir dokumentieren jetzt mal unseren Code. Ja, wir dokumentieren jede Zeile Code, genau, was die Zeile Code macht. Vielleicht noch einen ganz guten Gedanke. Wenn ihr einen Code-Kommentar schreibt, Code-Kommentar ist wie das Deo. Der Gestank ist zwar immer noch da, aber das Deo ist eigentlich nur der versteckte Gestank. Versucht euch zu überlegen, wie kann ich meinen Code umbauen, dass ich das Deo gar nicht brauche, dass ich das Kommentar nicht brauche. Wie kann ich den Code refactoren, dass das Kommentar weg ist? Und der zweite Gedanke ist, in den Kommentaren möchte ich immer sehen, wieso das so ist. Das Was sehe ich ja im Code. Ich habe jetzt kein Beispiel, weil da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Aber ich glaube, so die Message ist klar. Code-Kommentare sollten immer das Wieso, nicht das Was machen. Cool. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Just another if-Statement. Da kann man so Projekte wirklich langsam machen. Den Debugger anwerfen und danach schauen, ja, was hat es denn da für einen Zustand? Mit noch einem kleinen if, dann finde ich ja genau den Zustand, wo ich meinen Code reingeben muss. Da kann man das killen. Ich hoffe, für dich ist das nicht zu technisch, Simon. Jetzt habe ich doch Code auf den Slide drauf, aber du hast nicht hingeschaut. Gut, gut. Das heißt, mit crappy Code können wir unser Projekt verlangsamen und irgendwie vielleicht auch sterben lassen. Das möchten wir ja eigentlich nicht.
Aber wieso schreibt ihr schlechten Code? Wieso schreibt ihr crappy Code? Zeitdruck. Zeitdruck, ja. Wir haben ja nie genug Zeit. Wir müssen liefern, 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 liefern. Ja, guter Punkt. Zeitdruck. Skills-Frage, ja, genau. Cool. Ich habe noch nie guten Code gesehen, also wie soll ich wissen, wie das ausschaut? Ja? Weil ein Teil vom Code eh schon schlecht ist. Ah, sehr gut, ja, genau. Ja, cool. Das ist ja eh schon alles scheiße, also noch ein If rein. Gut. Das ist alles so der Zeitdruck, aber vielleicht auch noch, was ich jetzt rausgehört habe, ist schon ein bisschen Jobsicherheit. Das ist jetzt mein Gärtchen, niemand kennt sich da aus. Habe ich auch schon gesehen, das finde ich noch recht ein krasses Ding. Mhm. Dann haben wir noch zwei gehabt. Man soll nur mal irgendwas ausprobieren. Oh. Wir machen jetzt einen MVP und der ist in der Produktion und den müssen wir maintainen, aber der kackt immer wieder ab und solche Sachen. Und Dienstag starten wir das Ganze neu, damit es gut kommt. Mm, das kenne ich, ja. Cool. Oh, ja, ja. Genau, das. Ja. Lines of Code, oh, gefährlich, genau. Oder Velocity, Hauptsache Velocity. Das ist alles gefährlich. Ja. Ich habe jetzt drei Thesen mitgebracht. Die Broken Window Theory ist eigentlich die, was der Christian schon erwähnt hat. Die ich kannst du mal ganz kurz Handzeichen machen. Wer hat die schon gehört? Broken Window Theory, cool. Dann werde ich da nur drüber springen. Da ist halt die Idee dahinter, je länger etwas dahin rottet, desto schlechter wird es, wenn dort schon was Schlechtes war. Also just another if-statement, das dazu kommt. Zweite Hypothese, we write bad code because we read bad code. Das heißt, wenn ich noch nie guten Code gesehen habe, dann weiß ich auch gar nicht, ja, wie schaut denn der aus? Und vielleicht hier normalerweise auf den schlechten Beamern sieht man diesen Text da gar nicht. Das ist eigentlich mehr für mich, weil ich weiß, was da steht. Wenn ihr noch nie Santa Claus oder Osterhase gesehen habt, dann wie wollt ihr denn daran glauben? Das ist so dieser Gedanke. Das Gleiche ist eben mit diesem guten Code. Code lesen kann man ganz einfach machen. Code Reviews, Pair Reviews, Pair Programming, Mod Programming, Pre-Commit, Garrett, Pull Requests. Und das letzte Gedanke habe ich da noch eingegeben, Open Source. Open Source finde ich extrem spannend, weil da sieht man typischerweise relativ guten Code, behaupte ich mal. Also meistens. Wer macht denn Peer Reviews oder Code Reviews im Team? Ah, cool, cool, sehr cool. Wer macht ein Pair-Programming von euch? Auch viele, sehr cool. Wer macht ein Mob-Programming? Das ist so ein bisschen der Hype zurzeit, ein bisschen ab und zu. Genau. Vielleicht zwei Aspekte vom Mob-Programming. Ich habe mit Llewellyn Falco, der manchmal auch in Zürich ist, haben wir recht viele Workshops zusammen gemacht und ich habe zwei spannende Sachen gelernt von ihm. Der erste Gedanke ist, Strong Style Pairing nennt er das. Das heißt, wenn wir zu zweit sind, wenn der Mob zusammen ist, der, was am Keyboard sitzt, der schaltet eigentlich das Hirn aus. Und der Navigator, der was neben ihm hockt, der drivet ihn eigentlich. Oder ist es jetzt umgekehrt? Jetzt habe ich es falsch gesagt, glaube ich. Driver, glaube so irgendwie. Aber das Wichtige ist, der, was vor dem Keyboard ist, der schaltet das Hirn komplett aus. Und der andere begleitet ihn und sagt ihm eigentlich, was er gerne haben möchte. Und das ist mega spannend, dieser Aspekt, weil das ist viel schwieriger. Und zweitens lernen wir voneinander Bescheid. Wir lernen plötzlich, wieso versteht mich die Person nicht? Wie muss ich der Person Sachen erklären? Gewissen Personen muss ich sagen, welche Keyboard-Anschläge sie machen müssen. Und anderen kann ich einfach sagen, hey, da müssen wir jetzt ein neues Objekt injecten, das ist ein Collaborator und der macht dann die Berechnung und ruft diesen E-Mail-Service auf. Boom. Und anderen muss ich vielleicht sagen, ja, Public Class und E-Mail-Sender-Service und bla bla bla. Und das ist spannend. Jeder braucht da ein anderes Level. Und wenn man das zu zweit macht, beziehungsweise mobbt, dann wächst das Team extrem zusammen und man bekommt ein ganz anderes Level von Zusammenarbeit. Genau, Pair-Programming haben wir ja schon gesehen. Das ist Pair-Programming, für die, die es noch nie gesehen haben. Ihr seid ja alle schon da. Das überspringe ich jetzt einfach. Ah, das kommt von alleine. Okay. So kann Pair-Programming auch ausschauen. Das ist typischerweise der, was neben dem Keyboard sitzt. Der wird irgendwann abgehängt. Was macht der da? Ich habe keine Ahnung. Das versucht man eben mit diesem Strong Style zu... Garrett ist ein Tool,
wo ich Code-Reviews machen kann. Das heißt, ich committe dorthin. Ich glaube, das setzt auf GitHub oder andere Source-Control-Systeme. Ich committe dorthin und von dort bleibt dann der Code blockiert, bis ihn dann jemand freigibt. Kann man so machen? Ich habe es selber noch nie so gemacht. Ich habe nur von Kollegen gehört, die das so machen. Und ich finde es eher komisch, wenn man das so macht. Also ich habe da jetzt zu wenig Erfahrung, um zu sagen, hey, don't do it oder do it. Aber das wäre eine Variante. Ja? Wir machen das bei uns. Mit Garrett? Mit Gitler. Ah, mit Gitler. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie, halten wir uns jetzt am Prozess, gebe ich meinen eigenen Code frei, sollte ich eigentlich nicht, bad practices und so. Und, was wäre das Schlimmste, was passiert, wenn du deinen eigenen Code freigibst? Ja, dass es halt häufiger passiert und dass man keine PO-Konzern mehr. Dann löst das ein spannendes Verhalten im Team aus, Kultur, Qualität und so. Broken Window, ja, wahrscheinlich, ja. Es gibt echt Leute, die dann wirklich sehr gut reviewen. Ja, das ist dann nicht so wertvoll dann eigentlich, oder? Was habt ihr für eine Branching-Strategie? Kann ich dir nicht erklären, verstehe ich. Okay. Da gibt es auch ganz viele, ganz komplexe Systeme, wo man eigentlich mehr Zeit mit Branching und Merging verbringt, anstatt eigentlich ja, Wert. Okay, das klingt komisch. Ja, okay. Da haben viele Teams, also meiner Erfahrung nach, strugglen mit diesem GitFlow, da gibt es so viele Git-Versionsmöglichkeiten. Ich würde wirklich versuchen, macht das so einfach wie möglich und steckt euer Gehirnschmalz in die spannenden Themen rein. Spannende Themen wären eben zum Beispiel Codequalität und so weiter. Und keep die ganze Branching-Strategie so simpel wie möglich. Also Trunk-Based bin ich ein mega Fan von. Ja, gern. Ich würde da anfangen, mal zu verstehen, wieso passiert das noch nicht? Als Gedanke. Vielleicht eben ist es wirklich die Fähigkeit, ist es die Skills. Meiner Erfahrung nach ist es oft, dass dieses Thema Clean Code und Refactoring viel zu wenig fehlt. Das heißt, die Leute wissen gar nicht, das ist für mich das Handwerk des Software Engineers. Wie baue ich jetzt Code um mit am wenigsten Teilschritte, dass der Code sich immer noch gleich verhält, aber intern eigentlich besser geworden ist? Das ist ja eigentlich Refactoring. Wir bauen das Design besser, ohne dass sich das Verhalten ändert. Und ich glaube, das muss man einerseits ein bisschen üben, extrem. Deswegen bin ich auch so ein Mega-Fan von diesen Meetups und Craftsmanship-Themen, weil da geht man hin und übt es einfach. Dann wirft man alles weg und macht es nochmal. Das heißt, man macht da extrem viel Übung. Da geht es wirklich um Fingerfertigkeit, Übung. Und zweitens, was wäre noch so ein Thema, was mir da in den Sinn kommt? Ich versuche immer mit dem Bigger Picture zu arbeiten. Das noch als Gedanke. Ihr habt noch Ideen dazu? Cool. Ja. Mach nur. Ah, cool, genau. Ja. Cool. Cool. Code Cutters. Cool. Der Punkt da ist, wir haben dediziert Zeit, um zu üben, innerhalb der Arbeitszeit. Das finde ich sehr cool. Die Firma weiß, das ist wertvoll. Cool. Ihr macht das auch so.
Cool, ja. Ja, schon mein Baby auch, das will ich ja, ja, ja. Und was mir dazu jetzt eben noch einfällt, ist eben dieser Teamaspekt, weil vielleicht sehe ich ja selber noch nicht, dass der Code jetzt noch nicht ganz so ist, wie wir das eigentlich machen sollten oder würden, aber allein schon, dass ich das mal im Team vorstelle oder Review oder mit meinem Pair mache, dann kriegt das noch eine andere Frage und einen anderen Punkt. Cool. Cool. Spannend, weil du kriegst da so viele Fragen und dann musst du überlegen, okay, wenn die jetzt diese Frage stellen, dann ist das irgendwie noch nicht in meinem Code ersichtlich. Da fehlt ein Konzept, da fehlt die Domänensprache, der Domain-Driven Design, genau. Cool, danke. Wir haben zu wenig Zeit für Refactorings, das geht gerade, wir sind hier genau auf dieser Arbeitsspirale, dann müssen wir zum PO, zum Scrum Master, zum Management, was auch immer für Strukturen da sind, und sagen, wir sehen hier ein Problem. Und dann wird es wieder eine Abwägungssache. Braucht man, ja genau. Das ist eigentlich der PO Development Team, ja. Der PO kann das da unten, das sieht er ja alles nicht. Das ist ja alles Clean Code, Refactor, Infrastruktur, der hat ja keine Ahnung von dem. Und das ist ja auch voll okay. Und deswegen ist ein Development Team ein Stakeholder. Ja. Und genau diese Balance zu finden, das ist spannend oder schwierig, sagen wir so. 3 Minuten, krass. Sehr cool, dann müssen wir richtig durchflippen durch die Slides. Ich habe einfach in den Slides immer, wo ihr so einen To-Do seht, das ist eigentlich eure Hausarbeit. Da habe ich jetzt einfach so Links gesammelt, die habe ich, finde ich, noch recht schön, diesen Code, kann man sich mal inspirieren lassen. Wie kann ich Code reviewen? Die dritte Hypothese für mich ist, there is no right the first time. Bei uns, bei einem anderen Finanzdienstleister hat es einen Joke gegeben von der Lead Business Analystin, die hat gesagt, ja, mit euch funktioniert das so gut. Und ich weiß auch wieso, weil ihr macht es das erste Mal gleich richtig. Und bei uns haben wir alles so gemacht, weil wir haben alle gewusst, nein, das machen wir nicht. Das glaubst du, dass wir das so machen, aber das ist nicht der Fall. Es gibt kein right the first time. Das ist genau, wie wir das vorher besprochen haben, ich und der Thomas, dieser Feedback-Zyklus. Machen, lernen, das ist ein essentielles Element. Das heißt, wir müssen refactoren, das ist eigentlich der Gedanke. Da gibt es auch 2 coole Beispiele dazu, Gilded Rose und Refactoring Katas, kann ich euch empfehlen, anschauen, da kann man auch so mal 2 Stunden diese Refactorings üben. Also da geht es jetzt wirklich gezielt um Refactoring. Es gibt aber ein kleines Problem mit Refactoring, was könnte denn das sein? Abgesehen, dass wir von der Zeit schon fast drüber sind, ja? Genau. Die Refactoring-Sprints, das ist so ein Anti-Pattern, aber auch Refactoring ohne Tests. Wir wissen nicht, was ist die Qualität, wir wissen gar nicht, das ist kein Refactoring, genau. Unclear what works and what doesn't, we are never done. Wir brauchen Tests, sonst kann das ganze Refactoring gar nicht funktionieren. Wenn wir uns das jetzt so überlegen, Refactoring und Tests, diese 2 Gedanken, was fällt denn euch jetzt ein? Ich glaube, ich habe es schon gehört davor am Anfang, wenn wir so übersprochen haben. Ich habe einen spannenden Punkt. Einer hat gesagt, das ist ja kein Business Value. Das machen wir nicht. Refactoring zahlt niemand, Tests auch nicht. Und dann habe ich eine ganz kurze Frage dazu. Wieso hat ein Auto Bremsen? Damit man was? Ja, da kann man wieder Geld verdienen. Ja, ein interessanter Gedanke. Dann meistens kommt die Antwort, ja, damit ich mit dem Auto stehen bleiben kann. Nein. Bremsen haben wir nicht, dass wir mit dem Auto stehen bleiben können, sondern die Bremsen haben wir, damit wir mit dem Auto schnell fahren können. Das heißt, ich kann richtig auf die Hupe drücken, damit ich die Bremsen geben mir die Sicherheit, hey, ich kann schnell stoppen. Und das gleiche Thema ist das mit den Tests. Die geben mir Sicherheit, dass ich schnell bremsen kann. Das heißt, wenn wir das zusammennehmen, Refactoring Test, da landen wir eigentlich bei TDD. Ich habe da auch viel geschrieben und gebloggt dazu. TDD, wer kennt denn das? Machen wir ganz kurzes Handzeichen dazu. Fast alle, sehr cool. Weekly Practice,
How to sell this investment, ich glaube, das habe ich schon beschrieben mit dem Beispiel hier. Da ist nochmal die Quote mit diesem Quality-Thema. Vielleicht noch als letzten Gedanken, well-crafted code is expensive. Also diese Engineering-Skills, die wir aufbauen müssen, das kostet Geld. Aber es ist viel teurer, schlechten Code zu fixen. Beziehungsweise kann es sogar passieren, dass da Produkte sterben und ganze Firmen sterben. Deswegen investiert in well-crafted code. Ich hoffe, jetzt kommt die letzte Slide. Ich mache einfach mal Klick, schauen, was passiert. Ah, ja, yeah. Da hat es noch ganz viele Referenzen drin, Pictures, Now You. Ich schicke euch die Slides per Agile Bodensee und so weiter. More Jenkins, less Jira. Da könnt ihr noch mal ein Foto machen. Yes, bin ich auch ein Fan von. Weniger Jira-Management. Und Agile, Scrum, Lean, Kanban really don't matter. What matters is get better at understanding your future customer and providing value faster. Es ist zwar schön, dass wir an der Agile-Bodensee sind, aber Agile spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Wichtig ist eigentlich, dass wir den Kunden finden, den zukünftigen. Und vielleicht gibt es den ja noch gar nicht. Oder die Produkte gibt es noch gar nicht. Also diesen neuen Markt zu finden. Hier habe ich noch geblockt. Danke vielmals. Sind wir on time? 2 Minuten drüber. Super. Danke für eure Zeit.